Leute, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir machen weiter mit der nächsten Folge von God of War Ragnarök. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, erstmal ein Dankeschön an alle, die letzte Folge bewertet haben. Und ja, das letzte Mal, Atreus ist einfach zum Bären geworden. Der Kleine hier ist einfach zum Bären geworden. Hat gegen Kratos gekämpft, hat natürlich derb auf die Schnauze kassiert, aber hat sich wacker geschlagen. Und jetzt müssen wir natürlich auch rausfinden, was das alles auch auf sich hat. Nicht, dass der uns einfach nochmal irgendwie random angreift. Und das wäre nämlich nicht so gut für den alten Kratos. Der ist ja nicht mehr der Jüngste. Und hier drüben ist eine Kiste. Wo wir jetzt erstmal wieder reinlangen und ein bisschen Eisen kriegen. Ja, ich habe letzte Folge gemerkt, dass ich das mit der Steuerung überhaupt nicht mehr drauf habe. Ich hoffe, heute wird's, jetzt wird es ein bisschen besser. Ich glaube, desto länger wir das spielen, desto besser wird es irgendwann. Wenn nicht, bin ich einfach schlecht. Kann ja auch sein. Boah, was ein Hammer, oder? Bam. Jetzt erkenne ich, wo wir sind. Also hier ist eine Höhle. Und was war das? Habt ihr so? Naja, gut, okay. Was ist das für Blut? Deins, Atreus. Ist das dein Ernst? Das oder du hast dein Beutetier da lang gezerrt, schätze ich. Das klingt irgendwie nicht besser. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt sitzen wir hier und stehen. Wart. Halt! Nicht da lang! Gehen wir heim! Ach ehrlich, warum folgst du mir da nicht? Absicht spielt keine Rolle. Nur Konsequenzen. Was können wir tun? Gar nichts. Die Natur nimmt ihren Lauf. Die armen Bären. Machen wir nichts mit dem Baum? Ein Sturm zieht auf. Ist es nicht kalt genug? Wir sind fast zu Hause. Na, nicht, dass der Kammergott hier kommt. So, geh mal durch. Wo ist die Alte eigentlich? Ja, ich kann jetzt ein bisschen badass unterwegs gehen, aber... Für die müssen wir das jetzt nicht ausgeben, unnötig! Ey, hör auf mit den Feuerdingern da! Nicht das!
Easy Zusammenspiel. Ganz schön viele. So ging es schon die ganze Nacht. Bin wohl rein, bevor ich das Symbol repariert habe. Manchmal wünschte ich, Tirs Tempel wäre heil. Dann könnten wir weg aus Midgard. Es heißt, Fimbulwinter betrifft alle Welten, Junge. Gut, aber wie könnte es noch schlimmer sein als hier? Das ist eine gute Frage, aber... So, lassen wir den Jungen vor. Hey Svatna, du hast keine Angst. Tapferes Mädchen. Brav, tapferes Mädchen. Ach, ihr seid aber auch fein. Er hat ein Händchen für sie. Keine große Überraschung. Nee, nicht wirklich, wenn er sich in ein Tier verwandeln kann. Specky. Alles gut? Das ist nur Donner. Braves Mädchen. Ganz brav. Beides Mädels. Atreus. Ich sehe nur nach. Ins Bett. Jawohl. Kratos, wie er lebt und lebt. Mal gucken, also das sieht sogar wirklich nach Donner, Blitzen und so weiter aus. Also nicht, dass hier der Donnergott kommt. Für einen Abend war das viel zu ereignisreich. Das ist richtig, Mimir. Muss, dass es dort kurz ein bisschen wie in alten Zeiten war. Wir drei mitten in einem noch nie zuvor betretenen Stück Wald. Du hast uns lange nicht begleitet, wenn du das meinst. Tja, ich bin wohl bloß müde. Kennt man eine Hirschjagd, kennt man alle. Wie kannst du müde sein, wenn du nicht schläfst? Es gibt andere Arten Müdigkeit, Junge. Das merkst du, wenn du älter wirst. Hat er gar nicht mal so Unrecht. Am Morgen sieht immer alles ganz anders aus. Am Morgen. Jetzt würde es mich gerne interessieren, ob da jetzt wirklich was kommt. Weil man hat es ja so ein bisschen im Trailer gesehen. Wenn nicht, kann sich den Trailer gerne angucken. Was war das? Dein Bogen. Richtig, und das kennt man auch aus dem ersten God of War. Und jetzt bin ich gespannt. Ja. Wie war es, fast klar? Kann ich reinkommen? Ich habe Miet. Ich bin keine sehr gute Gesellschaft. Wir finden sicher viele Gesprächsthemen. Interessant. Thor Odinsson. Boah, Alter, ist der groß. Ich meine, Kratos ist ja nicht mal klein, aber Thor ist halt einfach größer. Raben. Wie die Thor dargestellt haben. Er hat mich so ein bisschen an den Thor von Endgame. Ah, der Tisch geht nirgendwo hin.
Das hättest du mir eher sagen können. Warum bist du hier? Ich bin unhöflich. Du scheinst eine ruhige, vernünftige Person zu sein. Bist du eine ruhige, vernünftige Person? Wenn der Moment nach Ruhe verlangt. Ich würde sagen, dass er das tut. Ja. Wer kommt denn jetzt noch, Alter? Reicht nicht Thor alleine? Kommt jetzt noch Odin oder was? Ja. Du weißt, wer ich bin? Damals vor dem Wintereinbruch gab es einige Missverständnisse. Bedauerlich, hä? Aber ich glaube, wir wissen jetzt alle besser, mit wem wir es zu tun haben. Also, was du mit seinen Jungs gemacht hast. Selbstverteidigung. Fürs Sterben leben wir, Asen. Und sind wir ehrlich, sie waren recht nutzlos. Aber Baldr, er war von Wert. Er war mein Fährtensucher, mein Bester. Ja, er hatte den Verstand verloren. Aber er war nützlich und nun ist er tot, wegen dir. Kannst du folgen? Du trägst deine Schuld. Das ist eine ernste Sache. Was willst du? Klingt Frieden für unseren geschätzten Kriegsgott im Ruhestand. Was, wenn wir uns nicht mehr töten? Wenn du zu Hause bleibst, dich ausruhst, such keinen Streit mit mir. Dann habe ich keinen mit dir. Natürlich heißt das, dass er damit aufhören muss, nach Tyr zu suchen. Ja, wir wissen, was du so treibst, Schluss damit. Tyrs alte Welt ist tot. Er ist tot. Verstanden? Und das war's. Wir sind quitt. Und ich leg sogar noch was drauf. Ihr dürft den Gefangenen behalten. Den ihr gestohlen habt. Jawohl. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Du redegewandter Dreckskerl. Warum sollten wir dir glauben? Was waren deine Versprechen je wert? Da ist er, mein alter Komplize. Er hat abgenommen. Wenn er sagt, Schnee sei weiß, dann lügt er. Was für eine Weisheit ist das? Fehlt dem klügsten lebenden Kopf hier etwa die Weitsicht? Dass wir alle dasselbe wollen? Na gut. Wie wär's mit diesem Angebot? Ich begleiche deine Schuld. Bei meiner Ex halte Freya von der fern. Und dein Junge ist sicher. Mehr willst du doch gar nicht, richtig? Na, was sagst du? Mach es kurz. Ja.
Zeit. Du kannst sie nicht wegnehmen. Du brichst nicht von ihm. So namens Blutgeld. Das sag ich. Ich bekomme ein Stück von dir für das, was du meiner Familie nahmst. Das lernst du noch. Kann ich was? Das war für Balder. Und jetzt zeig mir dich. Das war das, von dem ich schon so viel gehört habe. Das war's. Endlich hast du mir mal was gezeigt. Ohne die Axt kannst du nicht kämpfen, Feigling! Ich warte, bis die Kampf mit deinem Bruder nicht. Mir egal. Deine Zurückhaltung ist beleidigend. Tschö, der nimmt mich ja komplett hops. Du kannst wirklich gar nichts. Du spuckst auf das Grab meines Sohnes. Wie konnten sie nur gegen dich verlieren? Weiß nicht. Die waren halt auch selten dämlich. Du kennst meine Vergangenheit. Geist Spartas Geschichte. Ja. Dann weißt du auch, wozu ich fähig bin. Zeig es mir. Jetzt haben wir unseren Kampf. Boah, tschüss. Ich wollte deine Klingen sehen. Aber sie helfen dir wohl nicht. Wie konntest du jemals Kriegsgott sein? Alter, der ist echt derbe drauf. Angst dir die Hände schmutzig zu machen. Bruder, der hat eine Reichweite. Nö. Sieh dich an, wie du nach deinen alten Techniken suchst. Wieso konnte ich den nicht blocken? Zeig mir das Monster in dir. Boah, der gibt echt alles. Ich komm nicht rein. Ich habe halt nichts mehr, ne? Das müsstest du besser können. Ah, Mann. Das ist echt schwierig. Ich muss von neu anfangen? Was denn das? Du kannst halt den nicht... Junge, ich hatte den viel mehr abgezogen. Ich drück ja L1, ne? Er macht. Gib endlich alles! Das müsstest du besser können! Selbst die. Jetzt haben wir ihn.
Okay, ich habe nichts gesagt. Das ist für Mordny. Die waren beide dämlicher als alles andere. Tut mir leid wegen der Statue, Tier. Alter Moralprediger. Wenn du nicht schmutzig kämpfst, kämpfst du nicht. Deine Söhne dürfen uns an. Das hat meine Jungs nicht verdient. Zeig mir, wer du bist. Alter, der gibt 100%. Und ich renne auch noch in den rein, ne? Manchmal hat er wieder Momente, wo der mega scheiße ist. Junge, ist der fett! Das ist Mordig! Er war dir egal. Selbst im Tod. Was sagst du da? Modi kam aus Furcht vor dir zu uns. Er starb an den Wunden, die du schlugst. Oh. Ein echter Vorzeigevater. Boah. Das kommt mir bekannt vor. Was? Ach, egal. Ein väterlicher Rat geht mir am Arsch vorbei. Ich will den Gott des Krieges sehen. Du hast das begonnen. Ich beende es. Das ist der Mann, der bei Kürenkönigin Sigrun entgegentrat. Nein, nein, du kriegst mich nicht. Wo bleibt die Liebe zum Kampf? Mann, ist der. Das bringt ja auch nichts.
drücke auch ein bisschen manchmal immer falsch. Autsch. Nein, ich wollte gerade ausweichen. Ups. Du gehst zu deinen Söhnen. Ich hab doch L1 gedrückt. Digga, war das ein Brocken, Alter. Doch gesagt, er schafft's. Kratos, wir sind Sindri und Brock. War das ein Kampf? Können wir... Nach Hause, jetzt. Odin ist bei Atreus. Oh nein. Ich mache sofort ein Tor bereit. Na dann los. Es ist nicht weit. Ah, Kontext. Im Kontext, was ist jetzt eigentlich... Ja gut, ich meine, der Zorn ist eh, dass wir den haben. Oh, wenn wir den upgraden könnten, guckt euch das an. Wenn wir den upgraden könnten, wäre super. Warte mal, wir haben Fähigkeiten. Können wir Fähigkeiten machen? Cool, wir können unsere ersten Fähigkeiten, glaube ich, machen. Schaden, Betäubung, Schutz. Machen wir auf Schaden. Richtig. Technik, die begeistert. Der Nahkampf wäre halt irgendwie ein bisschen wichtig. Irgendwann. Ah, wir gucken mal. Aber das haben wir auf jeden Fall schon mal abgegradet. Und hier sind wieder die Zwerge, ja, die beiden. Ich muss nach Atreus sehen. Tja, schön, dass du neue Freunde gefunden hast. Ist dieser Mjölnir nicht imposant? Du weißt, dass wir ihn aber geschmiert haben, oder? Das hast du erwähnt. Das weiß ich. Ich wusste nur nicht, ob du zugehört hattest. Aber schön zu sehen, dass die Axt standgehalten hat. Darum ging es ja schließlich. Ja, also die beiden Zwerge hier, die haben die Axt von Thanos geschmiedet und auch halt Mjölnir von Thor. Im God of War davor waren die halt immer einzeln, bis sie sich dann zusammengeschlossen haben. Das fand ich halt irgendwie wieder cool. Sind halt Brüder, ne? Und sind halt, wie es halt in der nordischen Mythologie bekannt ist, halt für ihre Schmiedewerke bekannt. Ja, bei den Zwergen ist das ja so. Und wir sind, glaube ich, jetzt auf dem Wasser. Und hier ist einfach ein Blitz, Alter. Ein Blitzbaum. Das sieht so krass aus. Dieser Baum hier einfach. Wirklich genial gemacht. Der Kampf war auch sehr, sehr cool gerade. Also ich musste, bin zwar einmal kurz gestorben, passiert halt. Ich glaube, das wird nicht das erste Mal, wird auch nicht das erste Mal bleiben. Das einzige Mal bleiben. Ja, mal gucken, was die uns jetzt anbieten können. Boah, ist ja auch alles vereist. Alles bereit. So kommst du nach Hause. Oh, die Türen, die waren super. Wie die aussehen. Und hier ging es halt zu dem Weltenbaum, ne? Der zwischen den neuen Welten war.
Sache noch, Kleiner. Da Asen, die die Tür einrennen, nehme ich an, dein Schutzsymbol ist hinüber. Wenn du Odin verscheucht hast, brauchst du doch sicher ein neues Dach über den Kopf. Und ich spreche nicht von diesem Plappermaul. Ich gebe mein Zuhause nicht auf. Ach ja? Und was hält die Alfratze davon ab, dich auszuspionieren? Oder dein Hauskleid zu hacken, während du darin schläfst? Nichts. Gar nichts. Hol du deinen Jungen und ich rede mal mit jemandem, der euch im Notfall vielleicht bei sich Unterschlupf gewährt. Gar nicht so schlecht, Brock. Hier war nämlich unsere Tür. Warum wir das jetzt irgendwie nicht können? Ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass wir das irgendwie jetzt hier nicht können, weil wir konnten das ja mit diesem Runen. Deswegen mal gucken. Wir gucken jetzt noch rein, was mit Atreus ist. Ich hoffe, dem ist jetzt nichts passiert. Nach Asgard ein. Wirklich? Ich konnte nichts hören, als du rausgingst. Ich habe abgelehnt. Offensichtlich. Gott. Wieso hast du Tyr gesucht? Hätte ich gesagt, dass ich ihn suche, hättest du Nein gesagt. Also hast du es verheimlicht. Vor mir. Ich wollte es dir sagen. Das wollte ich wirklich. Aber jetzt, wo du es weißt, solltest du dir etwas ansehen. Nein. Vertrau mir, du willst sicher... Vertrauen? Du hast mein Vertrauen enttäuscht. Lass es mich zurückgewinnen. Lass mich dir meinen Fund zeigen. Außerdem sind wir Odin noch nicht los. Oder Thor. Und wie man sieht, können sie kommen und unser Haus durchlöchern, wann immer sie wollen. Es gibt nur einen Weg, sie loszuwerden. Und ich glaube, ich weiß wie. Vater. Jawohl. Sag's mir. Hol deine Sachen. Rüstung und Ausrüstung verbessern Werte wie Abwehr, damit Kratos Überlebenschancen steigen und Stärke, damit Kratos mehr Schadenversuche sagen kann. Rüsten Sie sich vor dem Losziehen aus. Okay, drücken wir mal X und rüsten uns mal aus. Was haben wir denn hier? Das hat 11 Stärke, 15 Abwehr, das hätte mehr und das wäre ungefähr der 5, 16 plus... Hätte er 16 und hier hätte er. Dafür hätte er Abwehr, aber da will sehr viel kassieren. Ich glaube, so viel. Das ist gar. Stärke. Wertehilfe. Ja, ich weiß, wie Werte funktionieren. Erhöht den Schaden bei Stärke, Abwehr verringert, erlittene Runenkraft, erhöht die Stärke von Runengangriffen und Elementarstatusschaden. Dann Vitalität, erhöht die maximale Gesundheit, Glück, zusätzliche Belohnung und Abklingzeit. Die Abklingzeit, logischerweise. Aber im Moment haben wir halt wirklich die Chaosklinge.
Da haben wir nur die einen. Das Schild haben wir nur das eine, glaube ich. Genau. Atreus hat halt nur seinen Bogen, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Haben wir uns auf jeden Fall da ein bisschen ausgerüstet jetzt erstmal. Bist du bereit? Genau. Atreus in den Wald folgen. Kontext: Odin. Könnte man sich das jetzt nochmal durchlehnen? Magni und Modi, das können wir eigentlich mal kurz erklären. Das sind die Söhne von Tyr, die haben wir hat man ja in der Wiederholung gesehen. Den einen hat Thanos umgelegt und den anderen hat er so schwer verletzt, dass nur noch Atreus zustechen musste. Ja, Baldur und Freya. Freya, mit der waren wir eigentlich am Anfang cool, das hat man ja auch in der Zusammenfassung gesehen, aber ja, am Ende doch nicht. Und ja, das sind bis hierhin unsere Freunde. Mal gucken, ob da was dazukommt. Ja, aber erstmal können wir hier die Chaosklingen so ausrüsten. Und das hier so, die Chaosklingen liebe ich, weil, guckt euch das an. Das ist einfach cool. Das ist einfach der God of War, wie es war. Juti, dann ist diese Folge auch erstmal zu Ende. Wir machen in der nächsten Folge weiter und ziehen mit Atreus in die Schlacht, beziehungsweise, ja doch, in die Schlacht rein gegen die Götter von Asgard. Wir sehen uns in der nächsten Folge und danke fürs Zusehen und tschüss.